Wir stellen ein Fangspiel aus Klopapierrollen her. Und diese Dinge benötigst du dazu. Eine Klebeunterlage, Klopapierrollen, einen Tacker, einen Klebestift, Stifte, Papier, einen Becher und einen Pinsel, Farbe, eine feste Schnur und Holzperlen. Bereite deinen Arbeitsplatz vor. Stelle auf den Pappkarton die Farbe in den Becher und den Pinsel und nimm die Klopapierrolle und bestreiche sie mit Farbe. Mess 30 cm Schnur ab und binde die Holzperle mit einem Knoten fest an die Schnur. Schneide das überstehende Schnurende ab und befestige das andere Ende der Schnur mit einem Tesafilm auf der Innenseite der Klopapierrolle. Verschließe mit dem Tacker die Seite der Klopapierrolle, an der du die Schnur eingefügt hast. Gestalte nun mit deinen Stiften die Oberfläche deiner bemalten Klopapierrolle. Zur Fertigstellung meines Fisches falte ich nun ein Stück des Fotokartons ab und messe die Breite meiner Klopapierrolle ab. Zeichne nun den Kopf und das Schwanzteil auf das doppellagige Papier und schneide es aus. Klebe das Schwanzteil an der Seite fest, an der sich die Schnur mit der Holzperle befindet. Der Kopf wird auf der gegenüberliegenden Seite festgeklebt und ausgestaltet. Schaffst du es, die Holzperle einzufangen? Ich bin schon gespannt, wie dein Fangbecher ausschaut. Welches Tier stellst du her?